Ant-Man and the Wasp ist mittlerweile ein wenig schon draußen und die Erwartungen von mir an den Film waren tatsächlich sehr hoch. Aber auch gleichzeitig war die Angst sehr hoch, da wir in der letzten Zeit sehr, sehr wenig gute Marvel-Produktionen bekommen haben. Und vor allem, da ich halt gedacht habe, okay, Ant-Man soll den neuen großen Bösewicht ins MCU tragen. Kriegt er das hin? War so meine grundlegende Frage. Ich habe mir den Film erst angesehen und in diesem Video gibt es meine zum Teil spoilerfreie und danach auch noch spoilerhaltige Review bzw. Meinung zu dem Film. Falls ihr das sehen wollt, bleibt gerne dran und jetzt ohne weiteres Rumlabern heiße ich euch erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Couch Time. Ja, ich starte jetzt erstmal mit der spoilerfreien Review. Ich sage nochmal Bescheid, wenn es an die Spoiler geht. Also, der Film an für sich, ich muss erstmal sagen, rein von den Effekten würde ich so sagen 50-50 gut und zu den anderen 50% ein bisschen mau. An für sich ein schöner Film. Ich fand es sehr besonders, dass wir halt wirklich den Großteil oder sagen wir mal 90% des Films in der Quantenebene verbracht haben, was halt auch sehr schön gemacht war. Die Effekte waren, wie gesagt, an manchen Stellen haben ein bisschen zu wünschen übrig gelassen, aber an für sich waren die ganz fresh. Ich muss sagen, ich wurde vom Film nicht enttäuscht. Und ich würde auch sagen, dass es seit langem nochmal ein Film im MCU ist, der nochmal wirklich auf die Kacke gehauen hat. Also es ist seit langem ein Film vom MCU, wo ich sage, okay, das ist ein MCU-würdiger Film, der uns auch wirklich in der Geschichte ein bisschen vorantreibt oder weiter vorantreibt. Natürlich die Rollen, die wir alle kennen, sind alle dabei. Hank Pym, die gute Janet, Hope und natürlich auch Scott. Und in dem Fall hat auch die erwachsene Cassie, die mehr oder weniger der Plot-Auslöser für die ganze Story ist. Ich muss sagen, die Art, wie der Plot ins Rollen kommt, den fand ich ein bisschen komisch. Irgendwie, es war so, ja, okay, wir müssen uns irgendwas ausdenken. Wenn wir das so machen, dann könnte das passieren. Aber für mich war es so, oh nein, oh hoch, hier ist es passiert. Und auch jetzt sind wir in der Action und ja, der Film geht los. Also ich fand der Grund, warum sie in die Quantenebene gekommen sind, fand ich irgendwie ein bisschen komisch. Das war so ungünstiger Zufall so mäßig. War ein bisschen weird, aber an für sich natürlich trotzdem nicht schlecht. Ja, wie uns der Trailer schon damals verraten hat, konnte man davon ausgehen, dass Janet 30 Jahre, die sie in der Quantenebene war, nicht nur alleine war, sondern auch auf viele Lebewesen in der Quantenebene gestoßen sind. Denn wie sie im Film sagt, gibt es Welten in Welten. Ergo halt auch so viele Lebewesen in dieser Quantenebene. Ja, und anscheinend hat sie da auch ein paar viele Freunde gemacht. Vielleicht auch ein paar Feinde gemacht. Aber man muss sagen, an für sich, der Film dreht sich tatsächlich mal mehr um Janet, was ich gar nicht mal so schlecht fand, weil in Ant-Man 2 war sie ja mehr oder weniger quasi der Grund für alles, was passiert ist. Aber es wurde sehr, sehr wenig auf sie eingegangen, weder in Bezug auf die Quantenebene noch in Bezug auf sie selbst als Person. Irgendwie, das war so, ja, hier, da, die sitzt halt in der Quantenebene fest, wir müssen sie retten, oh, wir haben sie gerettet, okay, Filmende. Und hier wurde ein bisschen mehr auf sie eingegangen, ein bisschen mehr auf ihre Story, warum sie sich so verhalten hat, wie sie sich verhalten hat und, und. Ja, natürlich werden unsere Charaktere erstmal am Anfang auch getrennt, ne? Cassie und Scott und die anderen werden da quasi erstmal voneinander getrennt. Und wir finden relativ schnell raus, dass sehr viele Leute Janet kennen. Und das aus einem guten Grund, denn sie war, sag ich mal, irgendwie hat sie das mit Kang ein bisschen versaut. Denn Kang, der Name wird auch schnell gedroppt. Klar, wir wussten schon die ganze Zeit, wer es ist, aber es wird sehr, sehr früh gesagt. Also auch der Eroberer wird immer sehr, sehr oft gesagt. Aber es dauert trotzdem ein bisschen, bis wir dann den Kang, den Eroberer, wirklich dann auch in Form sehen. Es gibt sehr viele Rückblenden, die auch zeigen, wie sein Schiff funktioniert hat, was ich sehr, sehr cool fand. Und auch ein paar Szenen aus dem Trailer, quasi so ein paar Rage-Szenen von Kang, hat man quasi als Rückblick gesehen, was halt Janet Janet in seinem Verstand gesehen hat durch sein Schiff. Das ist irgendwie auch mehr Plot-Device, also mehr so, dass es den Verlauf voranbringt, als es logisch ist. Warum, also, ne, irgendwie komisch. Aber ja, und jetzt kommt es zu einem Punkt, der, erzählen mal noch spoilerfrei und danach gehe ich auch fast schon in die Spoiler-Richtung rein. Man muss sagen, Kang aus dem Trailer war, irgendwie wirkte, ich weiß nicht, netter, aber der Kang, den wir hier gesehen haben im Film, der war wirklich böse und das fand ich saugut, wirklich. Also ich bin ehrlich mit euch, ich würde sagen, dass Jonathan Majors, also der Schauspieler von Kang, definitiv den ganzen Film gecarried hat, weil dem seine schauspielerische Leistung war unfassbar krass. Ich fand ihn ja schon in Loki unfassbar genial, aber hier in diesem Film, es ist die beste schauspielerische Leistung im MCU seit langem gewesen. Wirklich seit langem, muss ich sagen. Ich war überzeugt von ihm. Ich war überzeugt von ihm als Kang. Ich habe mir das absolut so abgekauft. Es war krass. Ja, und ich sag mal so, es kommt halt, wie es kommen muss. Es gibt einen riesigen Endkampf und natürlich gibt es dann auch Story-Erweiterungen plus halt, ne, die ganzen Hinweise zu den weiteren Filmen und Projekten vom MCU. Das wäre jetzt die spoilerfreie Meinung an für sich, um den Film direkt mal hier zu bewerten. Ich würde den schon gut hochstellen. Ich würde
Es ist keine 10 von 10, definitiv nicht. Aber ich würde es schon so sagen. Für mich persönlich war er eine 8 von 10. Ich fand den Film echt solide, wirklich sehr, sehr stark. Wie gesagt, auch Jonathan Mayers halt allein diese Rolle, der hat den Film für mich persönlich gecarried. Also der hat den einfach auf den Schultern getragen. Natürlich auch die anderen, hammergeil weiterhin, wissen wir, klar. Der Film war schon gut. Also es war schon seit langem nochmal ein guter Film. Ich habe mich auf Black Panther, Wakanda Forever so gefreut und ich wurde so enttäuscht. Und hier war es ein bisschen andersrum. Ich war ein bisschen kritischer und dachte, funktioniert das? Und ich wurde nicht enttäuscht, tatsächlich. Auf jeden Fall gibt es von mir eine definitive Schau- bzw. Kaufempfehlung, weil der ist wirklich gut. Ist wirklich ein guter Film. Wie gesagt, die Effekte hier und da lassen ein bisschen schleifen. Aber an für sich so im Ganzen und vor allem für jemanden, der jetzt nicht wirklich auf die kleinsten Mankos bei den Effekten achtet, ist der Film ein Hammer, wirklich. Durch die Blume weg. Geil. Das war's zu der, ich sag's mal, spoilerfreien Review. Jetzt gehen wir mal in die spoilerlastige Review. Heißt, Leute, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt und nicht gespoilert werden wollt, dann schaltet jetzt ab und kommt vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt, wenn ihr den Film gesehen habt, wieder. Denn ab hier gibt es schon krasse Spoiler. Also, der Anfang vom Film, den will ich gar nicht weiter beurteilen. Das ist, wie gesagt, ich fand den Anfang ein bisschen weird, wie sie in die Quantenebene gekommen sind. Hier will ich tatsächlich mehr wirklich auf das Kang-Dingen eingehen. So. Und da kommen wir auch zu einem größeren Manko nämlich direkt. Und zwar, Kang soll ja der nächste große Bösewicht des MCUs sein. Ja, wir wissen, es gibt unendlich viele Kang-Varianten. In jedem Universum gibt es quasi eine Kang-Variante, die auch nicht gut ist. Aber wir haben gelernt, dass dieser Kang, Kang the Conqueror, in die Quantenebene verbannt wurde von den anderen Kangs. Dementsprechend war meine Erwartung oder mein Gedanke, okay, dieser Kang, der hier verbannt wurde, das ist der badassigste Kang. Das ist der böse Kang, der quasi nicht zu besiegende Kang, der die Avengers in so vielen Universen schon getötet hat, der so viele Universen schon kaputt gemacht hat. Jetzt kommt zu dem Punkt. Die Rolle an sich, der Kang, den wir hier gesehen haben, ist wirklich das pure Böse. Er zögert nicht, jemanden zu foltern oder zu quälen, um ihn ans Ziel zu kommen. Er hat keinerlei, er ist nicht quasi so wie Thanos, der sagt, ja, ich habe ein höheres Ziel, ich will ja nur Gutes für die Menschheit. Schon irgendwie, er sagt ja, es wäre ohne mich, würde es noch schlimmer werden. Aber am Ende des Tages geht der halt über Leichen, um an sein Ziel zu kommen, was ich wirklich geil finde. Und auch, er ist halt auch nicht so ein rückhaltender Schurke. Er ist wirklich, er raged halt auch gerne mal. Das ist unfassbar, unfassbar geil gemacht. Wie diese Ausraster von Kang, diese Schreisszenen, wie er da ausrastet, sind so genial gemacht. Ich finde es so geil. Ich kaufe diese Rolle halt einfach wirklich ab. Kommen wir aber jetzt mal zu dem Punkt, der mich ein bisschen stört. Denn so brutal und böse, wie Kang dargestellt wird, war ich der festen Überzeugung, okay, der wird am Ende gewinnen. Es wird am Ende daraus hinauflaufen, dass er mehr oder weniger gewinnt, beziehungsweise halt nicht stirbt. Spoiler, er stirbt. Nicht direkt, aber er ist fürs Erste weg. Denn Ant-Man and the Wasp schleudern ihn gegen sein komisches multiversale Reisekugeldings und der wird da so reingezogen und so blub und ist dann halt weg. Scott sagt am Ende selber in mehr oder weniger im Abspann so okay, ja, wie heißt er, haben wir ihn getötet? Oder haben wir ihn getötet? Ja, doch, wir haben ihn getötet. Aber er hat gesagt, es wird noch schlimmer. Und es deutet da alles halt darauf hin, dass er nicht hundertprozentig tot ist und hundertprozentig weg ist. Das ist Fakt. So, an für sich muss ich sagen, der Endkampf, unfassbar Gänsehaut, unfassbar genial. Die ganzen Szenen, in denen Ant-Man wieder mal zum riesigen Ant-Man wird, wo ich dann sage, was ich interessant fand, weil im Prinzip, sie sind ja auf der Quantenebene, heißt klein. Und wenn er dann groß wird, ist er ja einfach nur wieder näher an seiner normalen Größe, wo ich mir dann so gedacht habe, weil Cassie versucht das auch nachher und die wird halt auch so riesig und sie ist aber halt dieses Erschöpfte und es wird nochmal auf die Zitrusfrüchte angespielt, was ich ganz lustig fand durch dieses Kleinwerden, Großwerden, also nicht, dass es das Zeitreise-Ding ist, was zum Beispiel in Endgame angespielt wurde, wo er mit den orangen Scheiben da ankam, sondern tatsächlich einfach die Pim-Partikel, die halt in dem Fall durch einen durchgehen, dass die anscheinend dieses Verlangen nach Zitrusfrüchten irgendwie auslösen, fand ich irgendwie lustig. Auf jeden Fall habe ich gedacht, okay, warte mal, aber sie wird ja quasi nur normal größer, also sie geht ja näher an ihre Originalgröße ran. Warum ist sie dann so erschöpft? Vielleicht einfach doof gedacht von mir, vielleicht ein kleiner Filmfehler, man weiß es nicht. Egal, war auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall, der ganze Endkampf war unfassbar cool. Unfassbar episch. Die ganzen Charaktere, die wir da kennengelernt haben, diese verschiedenen Arten und Rassen von diese Völker halt, die da unten gelebt haben. Unfassbar cool. Modok hieß er, genau. Also der Typ, ich weiß seinen Namen nicht mehr, Darren aus dem ersten Teil hier, der Yellow Jacket. Das fand ich ein bisschen weird. Es war so, also so ernst wie der Film versucht hat zu bleiben in Bezug auf Kang, so viel Humor hat er halt mit MODOK reingebracht, weil er wird von jedem unterbrochen, wenn er seinen Monolog da raushaut. Er wird wirklich von jedem. Und es ist so lustig, aber das war meine Befürchtung am Anfang. Wie soll ein so lustig gehaltener Film wie Ant-Man einen so krassen Schurken wie Kang einführen, vernünftig? Das war für mich so ein bisschen schwierig.
hat auch nicht so 100% geklappt, bin ich ganz ehrlich. Ich hätte es besser gefunden, wenn es vielleicht ein anderer Film gemacht hätte oder halt eine Serie in Bezug auf Loki. Denn es gab halt viele Lacher-Szenen und so Humor-Szenen an der Stelle, wo ich gedacht habe, ah nee, das hat mich jetzt ein bisschen zu sehr rausgeholt. Nicht extrem und jetzt auch nicht so, dass man sagen würde, oh mein Gott, das versaut den ganzen Film. Aber es gab halt die Stellen, weil MODOK wird auch am Ende von Cassie dazu beredet, ja, man kann sich ja immer dagegen entscheiden, ein Arschloch zu sein. Und er hat dann auch seinen Moment, in dem er dann quasi hilft, Kang zu besiegen, stirbt dabei, stirbt quasi den Heldentod und dann kommt da so eine Szene, er sagt so, ja, wenigstens ist er als Avenger gestorben und ja, Scott war für ihn wie immer wie ein Bruder, was ich halt so komisch fand, weil Darren war so, die haben den durch diese MODOK-Sache haben die zu einem lustig dummen Charakter gemacht, was er ja halt im ersten Teil gar nicht war, da war er eher ein durchdachter Bösewicht und hier war er halt einfach so lustig dumm. Keine Ahnung, das fand ich irgendwie ein bisschen weird. Was mich tatsächlich ein bisschen gewundert hat, dass keiner unserer Charaktere stirbt. Ich wäre fest davon ausgegangen, dass Hank den Löffel abgibt. Denn Hank kommt nachher mit einer Ameisenarmee. Die Ameisen haben sich technologisch weiterentwickelt und auch so irgendwie. Das fand ich auch ein bisschen weird, aber okay. Und dann kam er halt an und hat damit quasi Kang besiegt. Dachten sie natürlich erst. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, okay, jetzt da, das könnte so seine heroische Heldenaktion sein, wo halt dann einfach Hank bei drauf geht. Ist er nicht? Hätte es ein bisschen epischer gefunden, wenn es passiert wäre. Da wäre nochmal dieser leichte Hass auf Kang nochmal für alle Beteiligten höher gewesen. Ja, auf jeden Fall, sie öffnen ein Portal, gehen alle zurück nach Hause und nein, was ist da? Gerade will Scott reingehen und Kang kommt daher und die liefern sich einen epischen Kampf und wir sehen, wie stark Kang auch ohne seine funktionierende Technologie ist, denn wir wissen ja soweit, dass Kang hauptsächlich auf Technologie aus der Zukunft, beziehungsweise halt weiterentwickelte Technologie, vertraut und baut. Wir sehen aber auch, er kann aber auch normal kämpfen, was unfassbar krass war. Ja, wie gesagt, dann kommt halt Hope dazu, sie machen den zusammen tag-teammäßig fertig und er stirbt. Ja, und dann kommt es jetzt, sage ich mal, zum letzten Punkt, den ich hier spoilermäßig betrachten möchte. Und das sind die Post- bzw. Mid-Credit-Scene. Denn wir sehen in einer Szene, ich glaube, das war die Mid-Credit-Scene, sehen wir den, wie heißt es noch, Council of Kang, also quasi den Rat der Kangs. Also es ist eine Arena voll mit allen möglichen Kang-Varianten. Im Hauptfokus steht so ein Pharao-Kang, so ein Cyborg-Kang und so ein Alien-Kang-mäßig, irgendwie, keine Ahnung. Und die sind halt am Labern und sagen, ja, ne, der ist halt weg und ne, die Gefahr, dass der, also es wurde, er wurde getötet von irgendwelchen Leuten, den Avengers, so nach dem Motto. Und es geht halt mehr oder weniger, ist das der Teaser darauf, okay, das ist das, was Kang, the Conqueror, gesagt hat, okay, wenn ich nicht da bin, dann wird's schlimmer. Das ist ja auch das, was der Kang in Loki gesagt hat. Wenn er weg ist, dann ist es scheiße, weil alle Kangs halt böse sind. Und war so mein Gedanke, okay, also ist... sind alle Kangs quasi jetzt das Böse, also die neuen Bösen sind. Oder kommt halt der Kang, der eventuell gestorben ist, kommt er wieder zurück. Weil dieser Kang, der verbannt wurde, muss ja der böseste Kang sein. Der Kang the Conqueror, das muss er ja sein, sonst wäre kein Sinn gewesen, ihn zu verbannen. Und das hoffe ich, dass er halt irgendwie zurückkommt und dass wir die anderen Kangs quasi schon sehen, aber halt mehr als Nebenrollen oder Lückenfüller, dass das vielleicht so Kang-Varianten sind, die wir im MCU jetzt bekämpfen. Und dann die Avengers sich so denken, haha, wir haben Kang besiegt und dann Arschleck. Ach nein, das war nur eine Variante von Kang. Oh scheiße, was machen wir jetzt? Fände ich tatsächlich ganz cool. Wir sehen auf jeden Fall sehr viele Varianten, die auch natürlich an den Comics angelehnt sind. Es ist sehr viel Comic-Akkurarität, wenn das ein deutsches Wort ist, im Film drin, vor allem in der Credit-Scene. Und dann kommen wir noch zu der Szene, die Post-Credit-Scene, die mich ein bisschen mehr gehypt hat als die Mid-Credit-Scene. Und das ist quasi der erste Teaser auf Loki Staffel 2. Denn wir sind im Jahre 1800 oder sowas oder 1900, irgendwie 1900, keine Ahnung, sehr, ich glaube, ich habe keine Ahnung, welches Jahrhundert das war. Sehr, sehr alte Zeit. Und ja, da kommt so ein, wie heißt der, Victor Timely. Das ist halt auch eine Variante von Kang. Steht auf der Bühne, präsentiert da was und der tritt halt nach vorne. Man sieht, es ist Kang. Und dann Kameraschnips ist auf Loki mit Morbius. Und die sitzen da und sagen, ja, oh mein Gott, er ist es so. Hier, was halt der erste offizielle Teaser zu Loki Staffel 2 ist. Natürlich, das war schon bestätigt, dass Staffel 2 kommt. Aber jetzt haben wir es definitiv mit dem ersten Teaser in Anführungsstrichen. Und jetzt sage ich, den Punkt, der mich ein bisschen nervt. Ich bin ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie es jetzt weitergeht. So, bei Thanos war es so, okay, es wurde Thanos immer wieder angeteasert. Hier der Böse, der Oberböse. Steine suchen wir für den. Das sind die Steine. Das ist er. Er will die Steine. Und bei Kang ist es jetzt so, Kang ist da. Also wir hatten erst Loki, den The One Who Remains. Der ist gestorben. Okay, dann kommen jetzt die anderen bösen Kangs. Jetzt haben wir Kang the Conqueror, den hauptbösen Kang, nehme ich mal an. Der ist jetzt auch mehr oder weniger weg. Dann haben wir den Council of Kang. Das sind ganz viele Kang-Varianten, die auch wahrscheinlich nichts Gutes im Schilde führen. Und ja, das wäre aber weird, gegen so 500 Milliarden Kangs zu kämpfen. Und dann hätten wir jetzt noch den neuen Kang aus Loki. Und ich bin ehrlich, ich bin verwirrt. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Das ist so das Einzige. Es ist jetzt ein sehr offenes Ende, finde ich. Also ich habe jetzt keinen Punkt, wo ich sagen würde, okay, und so geht es dann weiter. Nee, das ist eher so offen. Es kann jetzt alles passieren irgendwie. Und das ist so das, was mich ein bisschen... genervt hat und das ist auch das, was ich... Meine Befürchtung war halt, dass Kang nicht so eingeführt wird, wie er eingeführt hätte werden sollen. Aber
An für sich, um jetzt nochmal auf Ant-Man, auf den Hauptpunkt zurückzukommen. Er hat es schon geschafft, Kang einzuführen, vernünftig. Und auch Kang wurde nicht durch Ant-Man verhumorisiert, nenne ich es mal. Nein, Kang ist der Kang, den man sich erhofft hat. Und der ist verdammt böse. Und das ist so, oh, das ist so geil. Ich finde es so gut, weil Thanos hatte immer so dieses leichte, heldenhafte in der Unterstimme. Aber hier Kang wirkt wirklich einfach pures Böse. Wie gesagt, sein Rage, wenn er da die Leute da auf dem Schlachtfeld da wegmacht. Oh, ist so cool, wirklich so genial gemacht. Ant-Man hat ihn gut eingeführt, sagen wir es mal so. Und der ganze Film ist wirklich gut. Ich finde diese zwei, drei humorvollen Stellen, die sind vielleicht ein bisschen falsch positioniert, meiner Meinung nach. Sie haben natürlich gepasst, es ist natürlich ein Ant-Man-Film, das dürfen wir nicht vergessen. Aber an für sich muss ich sagen, ich hätte Schlimmeres erwartet und ich wurde nicht enttäuscht. Im Gegenteil, ich wurde sogar überrascht und bin glücklich über den Film. Ja, das war jetzt nun meine spoilerfreie und spoilerlastige Review zu dem Film. Wie gesagt, ich würde dem eine 8 von 10 geben. Ist schon ein guter Film, wirklich. Es ist ein guter Film, vor allem, wie gesagt, die Kang-Szenen. Ich freue mich sehr auf Kang. Ich hätte mir ein bisschen mehr gewünscht, dass er noch krasser wäre und vielleicht wirklich Hank tötet und dann einfach irgendwie schafft abzuhauen, dass wir quasi wie in Infinity War mit einem offenen Ende da bleiben. So, okay, er ist weg. Scheiße, jetzt kommt die Action. Aber gut, dafür bekommen wir demnächst halt weitere Avengers-Filme und noch Serien. Und Loki wird auch so viel mit Kang einführen. Und da bin ich mir ziemlich sicher, das wird noch sehr, sehr viel kommen. Aber ja, das war's soweit zu Ant-Man. Ich bin glücklich über den Film. Ist ein guter Film und ich wurde nicht enttäuscht. Das ist so mein Revue dazu. Okay. Ja, jetzt seid aber ihr gefragt. Habt ihr den Film schon gesehen? Und wenn ja, wie fandet ihr ihn? Weil, wie gesagt, es könnte ein Film sein, der ein bisschen die Meinung auch wieder spaltet. Ich, wie gesagt, finde ihn sehr, sehr gut eigentlich. Aber wie gesagt, wenn ihr ihn gesehen habt, schreibt mir gerne mal eure Meinung dazu. Wie fandet ihr ihn? Was hättet ihr besser gemacht? Was fandet ihr scheiße? Was fandet ihr gut? Und wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare, wollt ihr ihn euch ansehen? Weil, ich empfehle es nur. Es ist ein guter Film. Es ist jetzt nicht so der Hauptfilm eines MCUs, aber es ist ein guter Film. Aber das war es dann auch jetzt schon mit dem Video. Wenn euch in dem Video aufgefallen ist, dass ich ein paar Mal irgendwelche komischen Wörter gesagt habe, wie Post-Credit-Scene, Mid-Credit-Scene, und ihr euch damit gar nichts drunter vorstellen könnt, checkt mal gerne das Video aus, was ich am Freitag hochgeladen habe. Da gehe ich mal auf so ein paar Begriffe ein, die in der Film- und Serienwelt quasi oft benutzt werden, ins Deutsche übersetzt mehr oder weniger, oder zumindest erklärt, halbwegs gut. Weil es gab viele Leute, die gesagt haben, okay, das sagt mir halt wirklich nichts. Ich kann mit dem Begriff nichts anfangen. Deswegen dieses Video, checkt es gerne mal aus. Und ansonsten, wenn euch dieses Video gefallen hat und ihr mehr von solchen Reviews oder Theorien zu irgendwelchen Filmen und Serien sehen wollt, checkt den Kanal gerne mal aus und lasst gerne ein Abo da. Würde ich mich auf jeden Fall sehr drüber freuen. Und jetzt labere ich nicht weiter rum und ich würde sagen, hoffentlich sehen wir uns dann in der nächsten Folge dann wieder natürlich hier auf derselben Couch wie immer. Und ja, bis dahin bin ich erstmal raus. Ciao.